Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yakuza Zero. Ich habe gerade kurz gespeichert und dann kamen diese spießigen Gesellen auf mich zu. Ich weiß nicht, was sie wollten. Kumpel, nicht mit mir. So, leg dich hin, Junge. Na, die sind aber ziemlich stark, würde ich sagen. Ungewöhnlich stark. Einer ist down. Und der zweite ist auch gleich down. Und es fehlt nur noch einer. Puh! Jetzt aber. Jetzt seid ihr auch down. Sehr gut. Ich hätte nämlich noch ein, zwei Sachen gekauft. Und hier haben wir noch was. Mio Dono. Kann ich mit den... Also man kann ja auch Leute hier irgendwie einstellen. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Ich hoffe, das können wir aber demnächst. So, wisst ihr, so, damit wir hier ein paar Händlerleute haben. Aber ich würde sagen, ich gehe zum Empty Lot. Einfach weil es geht. Das Empty Lot ist irgendwo da hinten. Und vielleicht ergibt es sich, dass wir demnächst wieder einen neuen Teil bekommen. Der hat ein bisschen Kohle, würde ich sagen. Die 15 Millionen lohnen sich. Hey, you. Damn it. I want to see. Ja, bla bla bla. Und es gibt wieder die gleiche Schlägerei. Wir kennen ihn ja schon. Ach nö. Natürlich, Alex. Moment, ich muss. Sushi kann ich essen. Das halt alles. Okay. Okay, ey, jetzt ist er sauer. Jetzt will er die Schlägerei, aber dringend. Boah, wow, was ein Glück. Ah, oh, nein. Ernsthaft, ich habe mich echt umrennen lassen. Da Alex wieder, Alter. Das lief so gut. Okay, das war ein bisschen... Alter! Okay, das war alles ein bisschen flott gerade. Schon wieder! Das war knapp. Das war das, was ich definitiv nicht hätte brauchen können. Oh ja. Jetzt aber. Uff. Ich will die Kohle haben. Liebend gerne. So. Think trying to shit off money. It was a good fight and you were the path of becoming the strongest living creature. Und so weiter. Wir kennen das hier. Ich würde mich freuen. I'm not sure what was created. Yes, he's got in his head, but he's damn strong. I can't let him guard next time. Kann ich hier irgendwo shoppen? Nee, das ist ein Rahmenladen. Ich bräuchte nämlich das... Ja, wobei es geht. Empty Lot. Ich hoffe, hier können wir demnächst... Boah, diese Straßen hier. Ich finde die toll. Ich will mich nicht mit dem anlegen. Hier, alles gut. Nee, Moment. Wir müssen hier hoch. Da, dann hier tatsächlich, dann rechts und dann links. Okay, bin gespannt.
Tachibana. Boah, das hätte ich jetzt mal gar nicht. Nande koko ni? Keisatsu ga shirabe tsukushita genba desu. Mou shinhannin ni tsunagaru youna shouko wa nokotte imasen yo. Wakatte iru. Uchi no jōhou mou o tsukatte kuze o araimashita. Moshi kuze ga anata o hameta kuromaku de areba, koko de no koroshi no tame ni koroshi ya o yatotta hatsu desu. Desu ga, kuze no maari ni soui ugoki wa arimasen deshita. どういうことだ? つまり、 あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は おそらくクゼじゃありません。 他にいます。 何? 今、私が掴んでいる情報は ここまでです。 それをあなたにお伝えしようと思いましてね。 そのためだけに あんたはここに。 ええ。 ですがご心配なく。 私は神室町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってたかな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え? 訳あってまだ接触はできていません。 ですが、その人物を内側を抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値は、それだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。 無理な相談でしょうか? 殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ? 一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだな。あなたがそういう人なら、 私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。 Der Typ ist so geheimnisvoll, so fucking geheimnisvoll. Der weiß viel zu viel. All I can do now is wait for word from Tachibana. Better head home and lie low down. Low there. Okay. Ich würde sagen, wir investieren vielleicht noch das. Oi. What the buddy? Not so fast. You're planning to just walk past without a word? You want through here, you gotta pay the toll. Shakedown? I feel bad for the guy. But I can't really afford to get involved right now. Oi, you mute or something, Blondie? If you don't wanna get hurt, let's see some cash already. If you insist, just be sure you pick it all up, hmm? Hoozah! What the... What? It's money! One S. Oder was? Nee. Right on, I've never seen so much dough in all in one place. Well, hey! I had my hand on that one first. Keep your grand mitts on my dough. Shut up and move your freaking leg. Oh my my. This is truly a sorted lot. Oh, did you want some of my money as well? No. Then I shall be on my merry way. Till next time. Cheers. Wait, do you always throw wads of cash just to clear the road like that? But of course, why? At a point you caught up the money, it's no different from getting mugged. I suppose commoners just can't understand.
Excuse me? You see, when you are not just wealthy but obscenely rich, physically capital is like dust. It just accumulates. Gets in the way, really. That was loose change. I won't miss it. Mr. Moneybags, Fukushima. So. On the other hand, having my precious time wasted my base ruffians like them is a zero loss. If I can buy that time back with coin, why? I'll pay as much as it takes. Buying time, literally? Precisely so. Why not give it a try? If you're curious, give what a try? Let's fly with a great whooping wad of wealth. Oh no, I wouldn't. I'm just not in that big rush, honestly. Truly, have you ever been out in a straw and felt the other pedestrians when you weigh? Not ever? Well, sure. I guess a few times. You see? Then give it a try right now. I'm sure you will feel the thrill of sending those humans heartless scraddling. Sure, but I don't have that much cash to burn on them. Not to worry, I will be your financier this one time. As a special gift, you need to focus only on enjoying the rush of flinging cash confetti. Okay, deal. If you're really going to pay for it, I give it a go. Whoa. Press X while walking around the city to take a handful of money and fling it to the air. Anyone nearby will flock to the cash to grab what they can. Keep it in mind the next time you're in a hurry. Try using to attract the woman behind you. Awesome. Oh. Hi. On narrow streets and alleys, you'll often find your way completely blocked by punks eager for a fight. Walking around them simply isn't an option in these situations. Okay. Distracting them with a mountain of cash, however, is... They'll literally leap the chance to fill their pockets. Give it a try now and save yourself a headache. Okay, die schnappen sich das Geld und freuen sich und man muss nicht kämpfen. Und man kann den Weg freimachen. Now simply strut past them while they're busy scrabbling over each other to pick it all up. Okay. By judiciously wasting money, you can buy your way out of most unnecessary conflicts. Keep it in mind the next time you're in a hurry. Okay. Oh, truly magnificent money blasting. For a moment, I completely forgot you were merely another plebeian. Is that what being rich is like? Honestly, I can't say it feels very good to waste it like that. Perhaps, but aren't there times when you're far too hurried, too embroiled on the pretty squabbles of the underclass? That's not okay, yeah. Right? Really, whoever said time is money is an utter buffoon. Time is the far more precious resource. It's infinite. It's finite, nicht infinite. Fair enough. I can see a weird sort of logic to that. Yet I've made my case. Take my advice. If you're ever in danger of being dragged into a meaningless fight, just let loose with a heaping helping of legal tender. So you're clearly loaded, but how do you earn all that cash? Well, I take it you've caught a case of money fever, Maybe. I'm just thinking I'd be convenient if there was a quick way to make some extra money. Come on, sense tells me that's crazy to wish for, but I might ask, well ask. Oh, but there it is, seriously? The very epitome of high risk, high return. It's been my golden goose, and now I dine on diamond free grass. It being? Head for theater square, if truly a man of means, you'll find your way from there. What am I looking for? Oh, you'll know it when you see it. Paradise exclusively reserved for the upper echelons of wealth and taste. Though, naturally, that isn't my only source of income. I've quite a diverse portfolio. We must put most of our capital to work in a certain system that gives rise to considerable profits.
If you wish to hear more about it as well, drop by Vincent. You'll find me there most of the time. Vincent, got it. This has been a most stimulating use of my time. Tada! Okay, also bei Vincent müssen wir vorbeikommen, gucken und schauen, was er macht. The Shibana may have new intel tomorrow, but that doesn't mean everything will be over then. I should tuck away much cash as I can now, as I'm ready for whatever comes. He said, I'll find a way to make big money at Theater 3. It's worth a look at. Okay. Also, money, money, money kann man auch machen. Lass mich raten, er will zum Tier Theater Avenue. Und... Oh, was ist denn? Serena. Okay, jetzt werden so langsam so die ganzen Orte... ersichtlich, ne? Alter. Es wird jetzt ein reines Durcheinander. So, das heißt erste Mal für mich. Ich gehe mal rüber und gucke, ob ich mir noch so das ein oder andere kaufen kann. Weil das Geld haben wir ja jetzt. Oder wollen wir erstmal Money, Money, Money machen? Das ist wahrscheinlich Casino oder sowas. Ich würde sagen, ich investiere erstmal, bevor ich hier irgendwas Komisches mache. Und ich hole doppelt Geld. Ich hole noch das Geld, was ich hier habe. Ich sehe schon, es wird gleich sehr, sehr lustig. Oh, Payout Collection stop until you receive currency in this area. Wo ist denn das Problem? Kann man jetzt so nicht sehen, oder? Was ist denn das Problem? Das Problemchen. Wir gucken mal. Ist das Problem hier? Nee. Wie kann man das denn sehen? Nee. Nee. Okay, also es gibt hier anscheinend ein Problem. Ich würde gerne wissen, wo. Muss ich also einmal quer durch die Straßen gehen, gucken, wo ist das Problem und... Oder wie, oder was, oder warum. Hier kann ich speichern. Das ist eine Vending Machine. Kann ich, brauche ich nicht. Das kann ich kaufen, oder? Nee. Oh, Drunkards. Okay. Ey, Kumpel. Guck mal, es ist nicht so schwer, ja? Man muss sich nicht immer ärgern und so und... Danke. Ciao, Bruder. Kann ich nichts kaufen. Ist noch eine alte. Also da kann man echt noch suchen. Ich gehe mal ins Serenas. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da was Neues. So wie es immer ist, ne? Irasshaimasse. Ah, Kiris. Nani ga okiteru no ka yoku wakaranai kedo. Watashi ni dekiru koto ga areba itte ne. Aber hier ist ja so nichts. Das ist dann nicht das, was ich suche. Auf jeden Fall weiß ich, dass wenn man da reinkommt, dass es ganz normal ist. Und so wie man es kennt. Ich würde gerne so den einen oder anderen Laden noch kaufen. Ich meine, ey, das ist halt... Das ist halt alles Geld, ne? Kostet alles Geld. Dann können wir hier nochmal gucken. Ah ne, hier war ich ja schon, ne? Ich würde mal auf der anderen Seite mal gucken, den kennen wir auch schon. Was hier? Wish a Claw. Da hilft nichts. Auch nicht. Auch nicht. Könnte ein Restaurant sein.
Ich weiß halt jetzt nicht, wo es aufhört. Ich glaube, hier ist schon nicht mehr. Und auf der Seite ist noch was. Ich glaube, ich habe alle Läden. So bis dato. You got pocket tissues. Oh, süß. Ich schnack mal nochmal mit ihm hier, mit ihmchen. Crazy Q. Girlie, it's Curious-san. Yo, how Tsanging? Crazy Q? Q? From the Yokomichi Silvers? Hard to tell if you're acting like a gentleman or a young Yankee, as usual. So, what brings you here today? I'm sorry, actually. I want to work on my hooliganism with you, Kiryu-san. Please, let me work at your office and help your business. I really doubt you'll be able to be a better hooligan by working at my company. Please, I'll do anything. I don't even want money for it. No, if you're going to help, I pay your salary. Even if we know each other, business is business. You're a bitchin' Kiryu-san. Yo, I think I just learned some shit about being a hardcore hooligan right now. Here, it's joined your team. Oh, jetzt Stufe 2 sogar. Und ist für Unterhaltung gut. Get Pistons pumping. Sure, let's kick it to a top gear. Okay. Also hier haben wir auch was Neues. Das heißt, man muss immer wieder mal gucken. Es gibt also immer wieder Leute, die man einstellen kann. Wenn jetzt nicht. Oh nein. Oh nein. Ich will noch mal gucken. Kinder. Lässt er mich in Ruhe? Ja, das ist nicht das, was ich brauche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man hier alle Läden... Oh, ja. Ja, komm. Gut. Ah, da kommt jemand zu Hilfe. Sehr nice. Okay. Also das heißt, wir haben hier auch Unterstützung mittlerweile, seht ihr. Oh, den Polizisten kann man vielleicht sogar abwerben. Und ich glaube, man muss halt jetzt die Nebenmission machen, wo es jetzt natürlich Sinn macht. Nein. Oh ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und zack ins Gesicht, ciao. Okay, ich frage mich, wo es diese Probleme gibt dann. Also, es werden ja Probleme angezeigt und ich finde halt keine. Also, mein Problem ist, dass ich wirklich keine finde. Das ist vielleicht noch schlimmer. Weil da steht dann halt, ja, ihr habt Probleme, so. In trouble. Manage errors. Investor. Hier steht halt nicht, wo die Probleme sind. Vielleicht hier. Hier. Crazy Carrier. Sehr cool. Kann man das irgendwie sehen? Nee, ne? Hier, das kann er echt aufpimpen dann. Ich hab keine Ahnung. Aber ich würde auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in einer neuen Aufnahmesession. Ich habe genug aufgenommen für heute. Von daher bedanke ich mich herzlich bei euch. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.